Sonnabend, der 20. August 2022. Wir sind hier in Rostock bei der Großdemo anlässlich des 75. Jahrestages des Nürnberger Kodex. Ich bin aber hier, weil man mir gesagt hat, die Biomathematikerin Jeanette, Diplom-Biomathematikerin Jeanette Bahr ist heute hier. Und ich bin schon ganz lange hinter ihr hinterher. Und heute habe ich sie nun endlich greifen können. Jeanette, du hast mal eine ganze Zeit für die Universitätsmedizin in Greifswald gearbeitet. Genau. Mhm. Du hast dich von Anfang an sehr kritisch, auch öffentlich, zu unseren Impfstoffen geäußert. Mhm. Kannst du heute vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, wie es dir dann ergangen ist? Naja, ich habe zweimal ja auf Demos geredet und habe dann eine außerordentliche Kündigung gehalten. Genau, ohne dass vorher mit mir irgendwie geredet worden ist. Selbst der Personalrat nicht. Ne? So, also im besten und sichersten und fairsten Deutschland aller Zeiten ist das schon mal ein Zeichen. Jeanette, wie bist du damit umgegangen? Ja, wir haben eine Klage eingereicht, genau. Auch diese Klage wurde abgewiesen. Mein Anwalt hat gesagt, er überraschenderweise, ich habe bloß zurückgeschrieben, also ich bin nicht überrascht, ich bin einfach nur entsetzt, was hier in Deutschland abgeht. Auch über die Begründung des Richters, als Beispiel sage ich jetzt bloß mal, der Richter maßte sich an, zu behaupten, dass ich Falschaussage mache, wenn ich sage, mit dem PCR-Test kann ich kein Virus nachweisen. Also ein Richter urteilt über eine labortechnische Methode. Darf er eigentlich gar nicht. Vielleicht hat er vorher auf dem Labor gearbeitet, was ich aber nicht glaube. Glaube ich auch nicht. Genau. Er hat mich jedenfalls während der Verhandlung nicht dazu gefragt, weil ich hätte es ihm erklären können. Aber wie gesagt, hat es dann aber eine Begründung mit reingegangen. Ein Beispiel. Ne? Und so sind die anderen Begründungen auch so ähnlich. Ich würde mich, ja, krass ist, glaube ich, das richtige Wort, liebe Jeanette. Und Fantastische dabei ist, dass du der Bewegung hier in Mecklenburg-Vorpommern weiter treu bleiben wirst, weiter kämpfen wirst. Mhm. Werden wir dich denn auch noch in anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern zu sehen kriegen? Mit deinem Stand. Also wir haben ja hier einen Stand, da sage ich dann im Nachhinein noch was zu, für Aufklärung mit den Impfstoffen und was da so drin ist. Mhm. Ja, also ich bin immer für Aufklärung und die Impfung muss sofort gestoppt werden. Und was ich machen kann, dafür würde ich mich dann auch einsetzen und mithelfen und mitmachen, also jederzeit. Okay. Hm. Okay. Haben Sie das gehört? Diplom-Biomathematikerin sagt, Impfung sofort stoppen. Also Freunde, da dürfte dann eine ganze Menge Substanz dabei sein. Ich gucke mir jetzt bei Jeanette im Laptop mal die Bildchen an zu unseren Impfstoffen. Dann schreibe ich es auch unter das Video. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag in Greifswald. Am Dienstag sehen wir uns garantiert in Wolgast. Liebe Jeanette, ja gerne. Genau, und zwar suche ich ja Impfgeschädigte. Und sie müssen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald sein. Also, und können sich im Prinzip melden unter eine E-Mail-Adresse: wirwollenhelfen-jetzt@t-online.de. Und die Leute müssen zwingend aus Vorpommern-Greifswald sein? Ja, ich habe eine Journalistin, die würde ganz gerne darüber schreiben. Sie kann aber bloß regional aus dem Gebiet. Und das hängt damit zusammen. Und würde das auch anonym machen. Okay. Ne? So, das ist wichtig. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Also derjenige würde nicht mit Namen benannt werden. Okay. Aber es muss an die Öffentlichkeit. Okay. Ne? So. Okay. Wir wollen helfen-jetzt@t-online.de. Alle, die nach der Impfung Schwierigkeiten haben oder das vielleicht sogar schon dokumentiert haben, unter dieser E-Mail-Adresse bitte melden, liebe Jeanette. Ich danke dir, bleib weiter aufrecht. Ja. Wir kämpfen für ein neues Ostdeutschland. Dankeschön. Tschüss. Ja.